der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen. Und auch von mir ein fröhliches Welcome beim Trainer Talk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. Mein heutiger Gast ist Marcel Müller zum Thema Glaubwürdigkeit. Hallo Marcel. Hi Birgit, grüß dich. Marcel, du bist freiberuflicher Trainer der Andreas Hermes Akademie, Landwirt aus Leidenschaft und ein Typ, der eine Idee hatte und jetzt Gastronom ist. Und du bist auch Bürgermeister. Und dann bist du auch Experte, wenn es darum geht, Menschen in ihren Fähigkeiten und Absichten zu unterstützen und zu ermutigen, ihre Ziele zu erreichen. Ja, das stimmt. Und ich habe noch was vergessen. Du bist der Mann mit der wohl schönsten Stimme. Oh, besten Dank. Das sehr ist gerne. Von dir. Sehr gerne. Und bei schöner Stimme und Leidenschaft sind wir aber schon wieder beim Landwirtsein. Kommst du aus der Landwirtschaft? Bist du reingeboren? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Genau, ich bin im landwirtschaftlichen Familienbetrieb aufgewachsen, den mein Vater aufgebaut hat, mit Schweineherdbuchzucht und Ackerbau, ganz klassisch. Und habe dann ja nach der Schule eine Ausbildung gemacht, bis hin zum Meister, Landwirtschaftsmeister, und gedacht, dass ich diesen Weg einfach immer so weitergehen werde. Ne? Und wo stehst du jetzt heute? Ja, es kamen dann viele, viele Dinge dazu im Leben, wie das überall der Fall ist und wie das immer so ist. Es verändert sich was, und bei mir war es die Gesundheit hauptsächlich, die sich dann verändert hatte. Und deswegen habe ich den Schritt gewagt und habe gesagt, okay, die Schweinehaltung, das kann ich auf Dauer so nicht mehr weitermachen. Da müssen wir einen Ausstieg finden. Und hatte parallel immer schon die Augen offen gehalten nach anderen Ideen und Sachen, die ich auch ganz gerne mache. Das sind einfach Sachen mit Menschen zu tun haben. Und dann hat sich das ergeben, dass ich hier einen Gastronomiebetrieb zum Verkauf stand. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist jetzt eine Chance, eine Gelegenheit, die nutze ich für mich und für mein weiteres Leben, und habe das dann einfach so gemacht. Du hast das einfach so gemacht. Das heißt, das ist der Typ, der eine Idee hatte und jetzt Gastronom ist. Wie genau sieht das aus? Erzähl mal. Du meinst jetzt mit der Gastronomie? Ja, bitte. Genau, also wir hatten die, wie ich eben schon gesagt habe, einfach mal gekauft und hatten gedacht, okay, das ist ein schönes Objekt, da können wir was draus machen. Und wir vermieten das jetzt mal am Anfang und schauen mal, wie sich das alles entwickelt. Und dann ging das alles rasend schnell. Die Leute haben dann gefragt, wie schaut es denn aus? Können wir auch Getränke bei euch bekommen? Können wir auch Essen bei euch bekommen? Und ich bin immer so ein Typ, der immer gerne Ja sagt, und habe dann gesagt, na klar, könnt ihr das, sicher, geht. Und ja, dann hat sich parallel eben herausgezeichnet, dass die Gesundheit nicht mehr so ganz so doll ist, dass ich die Schweine eben aufgeben muss. Ja. Und habe das dann eben direkt auch umgesetzt, ja, um da weiterzukommen, und habe eine Konzession beantragt und habe angefangen, für die Leute zu kochen, für die Leute zu bedienen, und so ist das peu à peu gewachsen. Mal eine kurze Frage, aber du bist nicht Koch, oder? Ich bin kein gelernter Koch, nein, ich koche aber schon immer ganz gerne. Als Kind wollte ich sogar schon mal Koch werden, aber das verrate ich jetzt nur dir. Okay, und bleibt auch bei mir. Sehr schön. Und so hat sich das dann einfach entwickelt. Also ja, ich habe zu Hause schon immer gerne gekocht und gemengt und gemacht und gebacken. Und das wurde dann einfach mehr. Also die Mengen wurden halt einfach größer, ne? Ja, okay. Das ist auch gut. Und sag mal, Glaubwürdigkeit, Landwirt aus Leidenschaft und der Typ, der Gastronom ist, was hat das miteinander zu tun? Was hat das miteinander zu tun? Ich denke, als Landwirt müssen wir der Gesellschaft gegenüber, uns selbst gegenüber, glaubwürdig sein, glaubhaft sein. Und das ist in der Gastronomie nichts anderes. Wenn die Menschen zu mir kommen, und viele wissen auch, dass ich gar kein Koch bin, aber die glauben mir ja auch, dass ich kochen kann. Ja, oder haben schon mal Sachen bei mir gegessen. Ich wollte gerade sagen, die merken das ja dann auch, ne? Spätestens wenn sie was gegessen haben, dass du doch irgendwo Koch bist. Ja, genau. Also das ist schon so. Und wobei wir eben kein klassisches Restaurant haben. Also wenn du hierher kommst, wir haben in aller Regel Veranstaltungen,
Das sind alles alle möglichen Feiern, Hochzeiten, Familienfeiern, Firmenfeiern etc. Und machen auch Caterings für ja, große Veranstaltungen, die Corona-bedingt ja leider nicht stattfinden können momentan. Ja. Aber haben das vorher auch gemacht und auch für Firmen schon Firmen-Events gemacht, Firmenfeiern. Und ja, die Leute fragen das an bei mir und ich komme da wohl so rüber, als wenn wir das könnten und ja, wir können es auch. Ja, also das so zu dem Thema Gastronom und Glaubwürdigkeit. Wie machst du das in deinen Trainings? Weil du sagst ja, du bist Experte, wenn es darum geht, Menschen in ihren Fähigkeiten und Absichten zu unterstützen und sie wirklich auch zu ermutigen, die Ziele zu erreichen. Ich sag mal andersrum, Birgit, ich weiß, was ich in meinem ersten Training falsch gemacht habe. Ich habe in meinem ersten Training zu wenig von mir selbst erzählt, zu wenig von den Dingen, wie ich sie eben tue. Und das haben mir die Teilnehmer dann auch nach dem ersten Tag zurückgemeldet und haben gesagt, hey, hör mal, wir würden ganz gern mehr von dir erfahren, mehr wissen, wie du die Dinge angehst, was du tust. Und das ist was, was ganz massiv auch zur Glaubwürdigkeit beiträgt, wenn du von eigenen Erlebnissen, von eigenen Dingen erzählen kannst und eben nicht von der Theorie, sondern wirklich von dem, was du tust. Das macht dich glaubwürdig. Okay. Gibt es ein Wort, was da noch zugehört für dich, so zu dem Thema Glaubwürdigkeit? Zu dem Thema Glaubwürdigkeit gehört für mich ganz klar das Thema Authentizität. Also offen zu sein, wahrhaftig zu sein, zu unterstützen und auch einfach ungekünstelt, ja. Einfach echt authentisch. Ja. Und was brauchst deiner Meinung nach, um echt und authentisch zu sein? Lebenserfahrung, ja, und auch, also du kannst Dinge theoretisch lernen und weißt, wie sie funktionieren, aber also so richtig weißt du es erst, wenn du es praktisch gemacht hast, denke ich. Dann, und dann, wenn du das praktisch gemacht hast und auch vielleicht an Dingen auch gescheitert bist oder an Dingen, ja, selbst an den Punkt kamst, wo du denkst, du kommst da nicht mehr weiter, und hast es dann doch geschafft irgendwann. Und dann bist du auch authentisch. Ja. Gab es eine Situation, wo du selber an den Punkt kamst, wo du gedacht hast, ich glaube, jetzt geht es ehrlich gesagt nicht mehr weiter. Und wenn ja, was hast du gemacht? An dem Punkt kam ich schon immer in meinem Leben, immer wieder. Ja. Also wenn du einen Betrieb hast mit Schweinehaltung, von dem ich ja auch gelebt habe und was ja auch wunderbar funktioniert hat, und du dann weißt, okay, du wirst das so nicht weitermachen können. Und dann bist du an dem Punkt, wo du denkst, oh Gott, wie soll das jetzt weitergehen? Ja. Und ich bin aber auch ein Typ, der gerne neue Dinge ausprobiert, der auch keine Angst davor hat, der sich auch gerne von anderen Leuten anstecken lässt, wenn die eine Idee haben. Und wenn es noch so eine fixe Idee ist, zu sagen, okay, komm, das probieren wir jetzt aus. Und das ist dann auch schon wieder der Punkt, wo ich dann, ja, nenn's jetzt mal, von dieser Existenzangst weg bin. Ja, also das heißt, es treibt dich dann eher nach vorne und du guckst eher auch nach vorne und sagst so, da habe ich eine neue Idee und da setze ich jetzt mal alles dran und guck mal, wo mich das hinführt. Ja, es pusht mich. Ja, definitiv. Okay. Es pusht mich und bringt mich nach vorne. Ja. Hast du im Moment ein neues Projekt in der Pipeline, so apropos, es pusht mich nach vorne? Im Kopf habe ich immer was, ja, was ich noch ganz gerne umsetzen würde, aber das ist noch nicht spruchreif. Also dann, Schade, ich wollte gerade sagen, verrätst du uns. Ja, es tut mir leid, aber da müssen wir noch leider noch ein ganz klein bisschen warten. Nun gut, dann kommen wir jetzt dazu. Ich habe mir 30 Fragen überlegt und nenn doch mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 30 und die Frage stelle ich dir. 3. Die 3. Warum die 3? Ich finde 3 eine schöne Zahl. Ach, okay. So, welche berühmte Person würdest du gerne zu deinem Thema interviewen und warum? Welche berühmte Person? Also jetzt zu deinem Thema Glaubwürdigkeit, ne? Ich würde echt, hört jetzt vielleicht seltsam an, aber ich würde echt ganz gern mal eine Stunde mit Angela Merkel plaudern. Zum Thema Glaubwürdigkeit? Nicht nur zum Thema Glaubwürdigkeit, insgesamt. Also ich hatte vor ein paar Wochen mal das Vergnügen, in der Videokonferenz dabei zu sein und fand, das war so eine authentische, glaubwürdige,
Frau, die so viel fundiertes Fachwissen auch hatte, das kommt ja bei der Glaubhaftigkeit auch noch immer dazu, dass man da auch ein Fachwissen dann dazu hat, zu den Themen. Und es ging um das Thema Landwirtschaft, ja, und wo sie so tief in dem Thema drin war, das fand ich so spannend und dachte, ey, das wäre echt mal eine coole Gesprächspartnerin. Nachdem wir jetzt auch wissen, dass du ja gepusht wirst durch neue Ideen, können wir uns ja vorstellen, was vielleicht so in der Zukunft wartet, ne? Man weiß es ja nicht. Zum guten Schluss, bitte vervollständige doch mal den Satz. Über den Tellerrand schauen heißt für mich. Über den Tellerrand schauen heißt für mich neue Erfahrungen sammeln, auch neue Dinge kennenlernen, neue Menschen einfach kennenlernen. Ich habe es unglaublich gern mit Menschen zu tun und nehme da ganz, ganz viel positive Energie und Gedanken dann auch mit. Genau. Das war er, der Trainer-Talk. Heute mit Marcel Müller zum Thema Glaubwürdigkeit. Danke dir, lieber Marcel. Ich danke dir, liebe Birgit. Und natürlich auch danke an unsere Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Trainer-Talk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. In der Zwischenzeit schaut gerne mal auf unsere anderen Podcasts auf allen gängigen Plattformen oder natürlich auch im Netz auf der Homepage der Andreas Hermes Akademie. Das war's für heute. Lasst euch einfach überraschen, wer beim nächsten Trainer-Talk mein Gast ist. Tschö aus dem Rheinland und bis bald. Hier war die Birgit.